Bitte verurteilt mich nicht. Sowas kann jedem mal passieren. Hallo, zurück im Küchengarten. Es ist ein traumhafter Auftakt in den Juni. Die Sonne brennt, es ist warm. Ich sehe mein Gemüse minütlich wachsen. Alles ist ausgepflanzt. Es gab schon ganz viele tolle Erfolge, aber auch ein paar Rückschläge. Es gibt Neuigkeiten, Ereignisse, Wachstum. Und dazu möchte ich euch heute gerne wieder mitnehmen. Was war das für ein Geräusch? Ich sehe es. Was ist denn das? Für ein riesiges Paket. Das nehmen wir mit rein. Habibi. Ja, ich habe für mein kleines Bibi ein Kükenaufzuchtsgehege bestellt, denn es ist mittlerweile 4 Wochen alt und jetzt darf es dann auch nach draußen und dort ein bisschen Spaß haben. Der Bauplan, wenn man das überhaupt so nennen kann, war ja nicht besonders umfangreich und ich habe mich schon, wie man später sieht, zu Recht davor gefürchtet, dass ich ziemlich lange brauche, um das Teil zusammenzubauen. Und ja, es war sehr billig. Das Ding hat nur 120 Euro gekostet. Trotzdem war ich von der miesen Qualität dann doch sehr schockiert. Naja, ich hätte es besser wissen müssen, dass man um diesen Betrag keine hochwertige Geschichte bekommt. Aber ich brauche es ja auch nicht sehr lange, denn später haben meine Küken ja einen wirklich schönen, großen Auslauf, einen gut geschützten, und das soll wirklich nur so lange sein, wie sie zu klein sind und besseren Schutz benötigen. Das Ganze war wirklich so schlecht beschrieben, dass ich schon am Zusammensuchen der Schrauben völlig verzweifelt bin. Da lobe ich mir ja im Vergleich sogar schon das große schwedische Möbelhaus und ich habe mir nie träumen lassen, dass ich das einmal sagen würde, aber deren Pläne sind um Längen besser. Bevor meine Verzweiflung dann zu groß wurde, habe ich mir kurzerhand Hilfe geholt beim jüngeren Teil meiner Jungmannschaft. Der war jetzt zwar nicht so begeistert, dass er mit mir mal eine halbe Stunde in den Garten kommen sollte, aber er hat mir dann wirklich sehr gut geholfen. Als er dann aber merkte, dass es doch länger als eine halbe Stunde dauern würde, hat er gleich klipp und klar gesagt, dass er nur bis Bildchen Nummer 8 helfen würde und dann müsse ich selbst wieder schauen, dass ich es alleine schaffe. Nun gut. Hier war ich nun, ich armer Tor, und kam mir ganz verloren vor. Er machte sein Versprechen wahr und ich musste alleine weitermachen. Es dauerte um einiges länger, aber ich habe es letztendlich auch geschafft. Gefühlte 100 Stunden später. Die Farbe war etwas gewöhnungsbedürftig. Auf dem Foto hat es so schön Naturfarben ausgeschaut. Sie haben es mit einer orangenen Holzschutzlasur angestrichen. Aber wie gesagt, ich brauche es ja nicht lange. Ich habe es dann über Nacht stehen gelassen, weil es schon recht spät war. Und am nächsten Morgen hat mein Mann mir dann geholfen, es an Ort und Stelle zu tragen.
Ich habe dort dann zuerst mit dem Schlauch noch ganz gut die Wiese abgebraust, denn die Enten laufen bei mir ja frei herum und ich wollte nicht, dass das kleine Bibi von irgendwelchem Entenkot nascht. Dann habe ich sein Bettchen noch mit Einstreu fertig gemacht, damit es schön gemütlich ist. Und dann war alles bereit für den Einzug. Einen Schal habe ich dem kleinen Küken mit hineingelegt, weil es ja gewohnt war, dort drinnen auch zu schlafen. Und so hat es etwas, was nach mir riecht und es gewohnt ist. Dann habe ich ihm noch gezeigt, wo es etwas zu trinken gab, weil diese Tränke kannte es noch gar nicht. Und das klappte alles ganz gut. Das ging auch gleich auf Futtersuche und war rundum glücklich. Also bin ich etwas weggegangen und habe es noch einige Zeit aus der Entfernung beobachtet. Wie Mütter das halt so machen, um sicherzugehen, dass alles in Ordnung ist. Da ich das Küken zu Beginn ja nur kurz in dem Außenstall lassen wollte, damit es sich langsam daran gewöhnt, habe ich mir mit etwas Gartenarbeit in der Nähe die Zeit vertrieben. Mein Sohn hat in seinem Stein-Schlüsselloch-Hochbeet die Süßkartoffeln ausgepflanzt. Ich habe dann noch eine Buschtomate und Basilikum dazugesetzt. Und damit die Süßkartoffeln etwas zum Ranken haben, habe ich in der Mitte über dem Kompost einen kleinen Wigwam platziert aus Bambusstäben. Die habe ich mit Schnüren umfädelt. Dort sollen die Süßkartoffeln hinaufranken und gleichzeitig dem Kompost in der Mitte etwas Schutz vor dem Regen geben. Dieses Beet ist wirklich wunderschön geworden und so ein toller Blickfang auf unserer Terrasse. Da hat mir mein Sohn eine riesige Freude damit gemacht. Bitte verurteilt mich nicht. Sowas kann jedem mal passieren. Ich muss jetzt doch tatsächlich ins Gartencenter fahren und mir Gurkenpflanzen kaufen. Sieht man mir an, wie schwer mir das fällt? Aber es ist meine eigene Schuld. Ich habe meine eigengezogenen Gurkenpflanzen nicht mit Schneckenkragen geschützt. Also könnt ihr euch vorstellen, was passiert ist. Zurück zu Hause wollte ich meine Gurkenschätze natürlich gleich einpflanzen und zwar diesmal mit Schneckenkragen. Ein zweites Mal mache ich diesen Fehler nicht. In dem Töpfchen waren ja 3 Gurkenpflanzen drinnen. Die anderen 2 habe ich im Garten verteilt. Wenn die alle gut anwachsen, dann habe ich für diese Saison wirklich ausreichend Gurken. Schön, dass ihr mich auf diesem herrlichen Juni-Tag
Tag begleitet habt, hier bei mir im Küchengarten. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir doch gerne einen Daumen rauf da, schreibt mir einen Kommentar, hinterlasst mir ein Abo, das würde mich sehr freuen. Ich mache jetzt hier noch weiter bei meinen Gartenarbeiten, die mir so viel Freude bereiten, jetzt in dieser wunderschönen Zeit. Ich hoffe, auch ihr habt viel Freude an euren Gartenprojekten und es würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch nächste Woche wiedersehen, hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!